Hey Menschen der deutschsprachigen Gesellschaft und herzlich willkommen zurück wieder zu den wunderbaren, hässlichen, ekelhaften, seltsamen, chaotischen Slimes und seinen verrückten Ranger, Alter. Ja, lange, lange ist wieder her, dass ich irgendwas aufgenommen habe. Aber jetzt wird es wieder eine Zeit, dass ich ein bisschen aktiver werde. Denn in den letzten Tagen ist sehr viel passiert. Und das sieht man auch bei denen da. Und da ist gar nichts. Oh doch, da ist was. Und zwar habe ich ein bisschen über die Slimes recherchiert. Ich weiß jetzt, wieso die wunderbaren Wasser-Slimes nichts droppen, da sie zu wenig Platz haben, um sich auszuweiten. Und ich weiß jetzt so ungefähr, wo sich die nächsten Portschlüssel befinden, wo ich mehr Kristall-Slimes herbekomme und warum die Dinger nicht aufhören zu explodieren. Egal. Und vieles, vieles mehr. Und zwar werden wir uns bald auf den Weg machen, um weitere Dinge zu erledigen. Aber zuerst muss ich noch was erledigen, bevor ich überhaupt irgendwas anstelle. Und zwar sammle ich keine Steinhühner ein. Wo sind denn die normalen Hühner? Steinhuhn? Das sind normale Hühner. Das ist ein gestrupptes Huhn. Das ist ein Steinhuhn. Das ist ein gestrupptes Huhn. Denn sieh dir das. Wenn sie rot sind, sind sie ein bisschen bedrängt. Das heißt, es sollten weniger Slimes hier in diesem Häuschen vorhanden sein. So, ich gebe den dicken Kindern mal ein bisschen Hühnchen. Außer denen da, weil die zersprengen die Hälfte weg. So, erstmal habe meine Mädels. Und dann verpisse ich mich gleich in die nächste Area. Weil jeder weiß, ich brauche noch mehr Slimes. Um meinen Job richtig als Slime Ranger richtig gut zu machen. Boah. Meine Augen tun so extremst weh, denn ich habe gerade meine Kontaktlinsen drin. Wer hat mich getreten? Nein, das war nicht dein Ernst. So, die Killer-Slimes, die können wir mal komplett vergessen. So, gehen in die andere Area, wo alle ultra-gammeligen Slimes versammelt sind. Genau diese ultra-gammeligen Slimes. Und zwar, da gibt es ja so einen riesigen Slime hier. Okay, der bringt sie mal gar nichts. Das weiß ich. Und wir gehen einfach mal random hinten noch weiter, weil ich weiß, wenigstens jetzt, wo die Kristall-Slimes sind, wo bestimmte andere Slimes sind. Oh, wie heißen die noch mehr? Ne, die kommen dann in der nächsten Welt nach den Roto-Slimes oder so. So. Die Uranium-Slimes, also die Atom-Slimes da, ich sag Uranium-Slimes, die sind natürlich schon so aktiv wie meine Unterhosen. It's just a joke. Aber wir nehmen mal die Coca-Früchte mit, weil die haben wir noch nicht. So. Da jumpen da einfach mal rüber, weil irgendwo hier müsste es dann sein, zum Geheimweg. Muss nur nachdenken, wo ich hingehen kann, um den Weg zu aktivieren. Ich glaube, ich bin schon vorbei. Scheiße. Schauen wir mal. Es ist gerade mal Nacht, also kann nicht viel passieren hier in der Welt des Slimes. Aber es müsste irgendwo einen zweiten Eingang auch geben. Hoppla. Jetzt habe ich nur noch 7 statt 8. Ich glaube, ich sollte mal in der... Sonst sind alle weg. So. Das weiß ich, hier ist der andere Eingang. Ne, Lumi? Suchst du neue Freunde? So. Ich glaube, ich muss wieder zurückgehen. 500 Jahre später, Red findet den Weg nicht mehr zurück. Alles klar. Oh nein.
Oh mein Gott, wir haben schon Oktober. Das ist so brutal schnell die Zeit. Welche Folge haben wir eigentlich vom Slime Range? Ich glaube schon die 15. 30 Folgen nehme ich auf, halt solange es geht. Kommen die Folgen online? Oh. Becky. Nein, das ist auch nicht. Ja, ich weiß, was das ist. Weil da kommst du wieder zum Gigaslime. Okay, wir sind hier jetzt richtig. Nur nicht die explodierenden Waffelkinder entgegenkommen. Und zwar gibt es hier oben noch einen Höhleneingang, den ich bis jetzt nie entdecken konnte. So, ich nehme mal die Leverkoll-Früchte mit. Ich will die hier. Obwohl, die habe ich schon, geil. Dann verpiss dich, Frucht. Und zwar hier ist der Eingang, hoffe ich, dass es dieser ist. Ja. Das ist der Eingang für die Kristall-Slimes. Falls es noch keiner weiß. Jetzt nehmen wir uns ein paar Kristall-Slimes mit. Damit wir, ja, schön viel Zaster zu Hause liegen haben. Und irgendwo muss ein mega riesiger Glücksslime sein. Ich weiß jetzt nicht, ob der nur zu bestimmten Tagen hier anzutreffen ist. Aber ich denke schon, es müsste noch einen zweiten Eingang zu einer solchen Höhle existieren. Aber ich weiß leider nicht, wo die ist. Ich denke, die ist entweder. Warte mal, das kommt mir bekannt vor. Jetzt muss ich mal nachschauen. Ich glaube, du musst noch ein bisschen weiter nach hinten. Und dann kommst du zu irgendeinem Geheimgang. Und dort aus kannst du. Ah, ich weiß schon. Ich glaube, ich habe ihn schon gefunden. Korrekt. So, das ist dieser Geheimgang. Da kommt der nächste Slime. Den musst du füttern. Ich weiß nicht, ob da irgendwas versperrt. Aber ich glaube, der hat einen Key. Das war mal der erste Gang. Der zweite folgt zugleich. Das ist, glaube ich, nach den Killer-Slimes. Die radioaktiven Scheißer, die sind eh brutal als wie. Das sind die radioaktiven Explosiv-Slimes. Der muss irgendwo da sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo der da. Aua. Oh, warte. Da müsste was sein. Ich glaube, so ein radioaktiver Riesenslime. Da ist ein radioaktiver Riesenslime. So. Und da müsste es dann irgendwo noch so einen Special Weg geben, den ich glaube ich noch nicht eingeschlagen habe. Aber der easy zu finden ist. Easy zu finden ist so easy. In Wirklichkeit gar nicht easy. Wo geht's denn da überhaupt hin? Ah, okay, das ist dieser Ausgang wieder. Nein, dann möchte ich lieber nicht nehmen. Weil da kommst du wieder zum Riesenbaby hin. So. Wo ist denn der nochmal? Schauen wir mal, vielleicht ist er eh irgendwo dort. Hoppla. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ui, scheiße. Jetzt wäre ich fast runtergefallen wegen dem Shitstorm. So, da ist der Teleport. Aber irgendwo müsste noch ein Angang sein. Findet man nichts. Aber irgendwo müsste doch der eine sein. Aber ich glaube, der ist im nächsten Terrarium hier irgendwo. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht finde ich den irgendwo hier. Nee, denke nicht. Ich glaube, wir können wieder zurückgehen. Und auf den nächsten Tag hoffen. Damit, ja, unsere wunderbaren Slimes nicht verhungern. Denn so wunderbar sie auch ist, umso belämmerter wird mein Leben. Kadusch.
So, jetzt gebe ich den Charlie noch ein paar Freunde dazu. Denn was ich weiß, ist, dass die Crystal Slimes auch so ein Special Gemüsefutter haben. Aber ich habe noch einiges nicht eingebaut, das weiß ich. Zum Beispiel das Fangnetz und den Plotsammler. Denn nämlich Fangnetz ist so, schau wie weit die nach oben springen. Das ist richtig gefährlich. Und deshalb muss man immer aufpassen bei den Slimes. Aber die sind eh ihren Element. Genau wie die hier. Nehme ich alles mit. Und verkaufe sie im Schwarzmarkt. Haben die? Ja, die haben einen Plotsammler. So. Denn, ja, die Atom-Slimes, die sind eine von den gefährlichsten Spezien, gleich nach dem Explosiv-Slimes. Die bringen nämlich, what the hell I'm doing, fast jeden um. Wow, 11. Mit was habe ich das verdient? Also womit habe ich das verdient? Mit was? Ja, mit womit? Wo dieser sich befindet, habe ich jetzt auch erst letztens herausgefunden. Und zwar befindet sich dieser kleine Stinker im Dschungel. Und zwar ist er unsichtbar, was ich richtig fies finde. Ach Gott, diese Memmenkinder. Dann kann ich euch nämlich demnächst mal zeigen. Ja, genau das. Da gehe ich jetzt eh in den Wald, weil ich muss die ja einsacken. Diese Dame. Angekommen im Dschungel, Alter, muss ich wirklich sagen. Die sind richtig heavy zu finden. Was ich weiß, habe ich öfters hier einen gesehen. Und zwar jagen die Hühner. Aber da ja die... So, ich brauche einen Gockel. Frisst den einmal. Und jetzt muss ich überlegen. Ich brauche mal eine gute Aussicht. Ach Gott, jetzt komm doch rauf. Dickes Kind. Schauen wir mal, ob hier einer irgendwo aktiv ist. Die sind nämlich unsichtbar. Wo ich das Pest habe, dass man die so selten findet. Aber hier scheint keiner zu sein. Müsste ich wieder zurückgehen. Ich melde mich, wenn ich etwas gefunden habe. Okay, Leute. Und zwar ist es Planänderung gewesen. Und ich bin auf dieser Insel gelandet. Und da habe ich mich immer am meisten gefragt, wie komme ich bitte dahin? Und keine Ahnung, was mich auf dieser Insel erwarten wird. Ich muss halt schauen, damit ja nichts Schlimmes passiert. Aber wir erkunden sie einfach ein bisschen mal. Okay, Leute, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit der Folge. Auch wenn wir diesen kleinen, dicken Slime nicht gefunden haben und ich immer schwerer tue, dass ich... Oh, da ist er ja. Hoppla. So einfach geht das. Jetzt haben wir ihn gefunden. Also noch am Ende. Hier ist er. Und auf jeden Fall würde ich sagen, das war's jetzt mit der Folge. Für mehr Videos abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Thank you.